So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight Part Nummer 24. Das wird ein Test bedeutet. Ich habe ein paar Sachen, habe ich jetzt mal in OBS eingestellt. Und zwar bin ich jetzt erstmal für mich bei einer Rauschunterdrückung Methode Specs, niedrige CPU-Auslastung Unterdrückungspegel minus 30 Dezibel inklusive ein Noise Gate mit einem Schließwellenwert von minus 32 Dezibel, Öffnungswert minus 26 Dezibel, Attack-Zeit von 25 Millisekunden, 200 Millisekunden Hold-Zeit und 150 Millisekunden Release-Zeit. Ich will mal gucken, dass wir nicht zum Beispiel... Wie heißt's? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel klicke oder so, dass ich das nicht permanent im dementsprechend im Dingsbums drin habe. Zurück zum Dungeon. Ah ja, stimmt. Ich würde gerne hier jetzt mal ein bisschen mit der Hauptquest weitermachen, weil wir beim letzten Mal ja so viele Nebenquests gemacht haben. Oder genau. Warte mal, wie viel Karten... Ich habe viel zu viele Kartenschriftrollen. Dementsprechend sollte ich das damit weitermachen. Ja, mache ich nochmal eine Kartenschriftrolle. Ich habe hier einige gekauft. Gefühlt ruckelt das Spiel ein bisschen, ne? Weiß nur nicht, warum. Naja, schauen wir mal. Kann ich jetzt eh nichts ändern. Mehr als es nehmen, wie es ist, kann ich nicht. Jo, hier brauche ich 66 Stärke. Das wäre natürlich super, wenn ich das irgendwann tragen würde. Aber ich glaube, das ist Stärke 66. Nee, das verkaufe ich. Einfach aus dem Grund her. Stärke, genau. Stärke. Weil 66 Stärke ist einfach eine Sache, die ist nicht super. Hi. So, das verkaufe ich mal. Die können eigentlich auch weg. Dann habe ich alles. Und dann tschüss. Ja, wie gesagt, ich mache das mal ein bisschen länger, weil ich mir das gerne als Premiere auch selbst nochmal angucken würde. Das bedeutet, es wird mal wieder ein Premierenprojekt. Dementsprechend mit ein paar Testsachen. Und da kann man das natürlich super benutzen. 10 bis 20. 10, ich glaube, das sind alle so 10 bis 20 Stufen, außer... 10 bis 20, 10 bis 20, 10 bis 20. Ja, gucken wir mal. Jo, Kartenschriftrolle, die vierte wäre das dann sozusagen. Ja, ich habe einiges umgeändert. Das bedeutet, ich habe die Facecam jetzt auf die andere Seite gestellt. Das bedeutet, hier habe ich jetzt noch eine Lampe hingestellt. Sieht man natürlich auch. Ups. Und dementsprechend, ja. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Mikrofon ist. Weil ich natürlich, ja, wie gesagt, wenn man am Audio-Equipment rumspielt, sollte man natürlich auch das ein oder andere im Auge behalten, die Entwicklung zumindest. Wo kommt der denn her? Ich meine, ich habe kein Problem damit. Meine Zombies machen das schon. Ich glaube, das wird ein relativ einfacher Dungeon. Jo. Aber... Haha, wird's nicht. Ich nehme alles zurück. Naja, auf jeden Fall, so, erstmal alles ein bisschen heilen. So, wunderbar. Identifizierungsschriftrolle ist immer gut. So, bei den ganzen Zombies muss ich ein bisschen drauf achten.
Das ist ein Zombie-Dungeon, würde ich sagen. So, das läuft eigentlich, ja. Bei den ganzen Zombies, die ich mir hier gönne, weiß ich gar nicht, welche meine sind. Super. Naja, auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass mit den neuen Audio-Einstellungen, mit denen, die ich immer versucht habe, über das Mischpult zu regeln, dass ich die jetzt auch ein bisschen mit ein bisschen über OBS mache. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass ich irgendwann, naja, was heißt irgendwann, bis jetzt ist es halt so, dass ich das Mikrofon ab einem gewissen Geräuschpegel abschaltet. Zumindest OBS schaltet das Mikrofon dann ab. Sprich, wenn ich jetzt mal ein paar Minuten nichts sage, dann solltet ihr das Knöpfchen drücken eigentlich eher weniger hören. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit versuche, nur nicht wirklich hinkriege. So, die Dungeons selbst sehen natürlich super aus. Das lässt sich nicht bestreiten. Irgendwie ruckelt mir das zu sehr. Ja, kommt alle her. Das macht super. Gut, ich meine, klar, es sind Zombies, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass das Intelligenzbestien sind. Boah, das ist die. Ah, ne, das war ja Resident Evil 4. Jo. Nicht genug Mana, dann muss ich der Alten erstmal ein bisschen was klauen. Aber sollte ich eigentlich aushalten. Sie haben Ruhm, Herr. Super. Mein Inventar ist voll. Inventar ist voll. Na super, dann kann ich mich wieder um mein Inventar kümmern. Das kriegt mein Nachtara. Das kriegt mein Nachtara. Das auch. Die erstmal nicht. Die würde ich gerne mal erstmal. Na gut, Valkyre, Schwarzfaust, Arkebuse ist natürlich alles super. Ist eine Magierrüstung, Magie 41, so viel werde ich niemals besitzen. Man kann das nämlich erstmal weg. Okay. Ich würde erstmal den Kleinkram hier fertig machen. Bevor ich mich um das Große kümmere. So, jetzt erstmal ein bisschen Mana klauen. Das Gute ist, wenn du dich auf diese großen Kämpfe vorbereitest und nicht so viele kleine Lümmel da rumeiern, dann ist das natürlich super. Ich muss mich mal um meinen Ruhm kümmern. So, erstmal alle heilen. Dann erstmal den Kram hier einsammeln. Das ist nur so Kleingevieh. Mist. Wunderbar. Schrein der Heilung mache ich später. Hätte ich vielleicht. Egal. Warte mal, von da kam ich, von da bin ich lang gegangen. Gut, das sind natürlich schöne Sachen, die man bekommt, aber ich bin halt nicht unbedingt die Dame dafür.
So, blocken und parieren, das habe ich auf Maximum. Schurkin wäre natürlich hier. Das mache ich weiter. Warum eigentlich nicht? So, ich will mal was gucken. Immer aktiv, nächste Stufe. Minus 7 Rüstungsanforderungen. Das bedeutet, ich kann bis zu 10 runtergehen. Das muss ich halt ein bisschen beachten, wenn ich irgendwelche Sachen halt verkaufe. Aber minus 10 ist jetzt auch nur begrenzt, ne? Also wenn etwas 66 Stärke kostet, kosten würde normalerweise, beziehungsweise bei 66 Stärke bin ich ja schon bei dieser Expertenrunde von 6 gewesen. Ja, es geht nicht alles. Ich kann mir nicht alles, ich kann nicht alles tragen, was ich finde. Auch wenn es ein besserer Rüstungswert. Noch wenn es einen besseren Rüstungswert gibt. Finde ich persönlich eigentlich soweit ganz gut. Ich hoffe nur, dass es, dass das Mikrofon nicht zu leise gemacht wird. Ich höre mir die Aufnahme nachher selbst nochmal kurz an. Und dann würde ich gerne mal auch euer Feedback miterleben, weil man muss ja halt auch sagen, ich mache das ja nicht für mich. Ich mache das ja für euch. Weil wenn es nach mir gehen würde, hätte ich das Spiel schon längst durch. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich Freude an einem Spiel habe, dann kann ich euch daran teilhaben lassen. Alles andere, da kannst du sagen, was du willst. Oder jeder YouTuber kann da sagen, was er will. Ich mache Streams und Let's Plays für mich. Dann muss ich mir die Mühe nicht machen, den Shit aufzunehmen und den irgendwie öffentlich zu teilen. Dementsprechend ist es totaler Quatsch. So, warte mal. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich bin auch bald wieder. Nicht ausreichend. So, ich mache eigentlich ganz gut. Ich kann mit meinem Mana echt nicht klagen. Ne? Also ich habe zwar nicht viel Mana, um ehrlich zu sein, muss man sagen. Aber dafür, dass ich Mana klaue mit jedem Schuss, habe ich recht selten. Also es gibt natürlich schon Sachen, wo ich, wenn ich jetzt einen Skill spamme, habe ich natürlich nicht unendlich Mana. Das ist völlig logisch, ne? Aber auf der anderen Seite müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dauerhaft Mana-Probleme. Ne? Also 2 Schüsse und ich habe genug Mana geklaut, dass ich ohne Probleme, kommt ihr runter oder geht ihr nur da drauf? Okay. Ich muss die Viecher nur mal alleine treffen. Dann mache ich genug Mana. Jo, durch den Eisschaden ist das alles eigentlich super. So, das Mana hole ich mir durch den Zombie wieder. Ein bisschen was sollte ich aushalten. Und jetzt hier Pfeilhagel. So, Zombie-Schlacht. Die Zombies sind eigentlich perfekt, wenn man das genau nimmt. Weil die nicht so schnell sind. Und da kann ich mir echt was wiederholen. Vielleicht nicht bei allem. So, das war ein schöner Crit. Nein, Mana nicht ausreichend. Nein, ich habe doch eben davon gesprochen, dass ich keine Mana-Probleme habe. Na gut, gib mir 2 Sekunden und dann ist mein Mana wieder voll. Und ich kann es wieder spammen. Wunderbar.
die Einstellung mal in Ruhe zu testen und so weiter und so fort. Ja, ich bin da schon ein bisschen dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sachen, die ich zwar habe, gut sind, aber so richtig Damage mache ich damit noch nicht. Also, wenn ich keinen Crit-Schaden mache, habe ich echt wenig Schaden. Na gut, aber damit war eigentlich, davon war eigentlich auszugehen, dass man hier nichts machen kann oder so. So ein kleines extra Schildchen. Nein, was? Das geht nicht. So, die können weg, die können auch weg. Dann habe ich da schon mal ein bisschen Platz. Das kann alles weg. 268. Plus 18 körperliche Schaden, der hat sonst nichts. So, Stufe 33, 1% erhöhte Erfahrung plus 10 Mana. 4 Attributstärke. 4 Bonus auf Verteidigung. Okay, dann kann das nämlich weg. Ich kann nichts mehr tragen. Nein! Mein Achtara ist voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Gut, macht aber nichts. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, 5 Bonus auf Verteidigung und 10 auf Geschicklichkeit. Das ist natürlich ziemlich cool. Aber auf der anderen Seite 16 Stärke. Warte mal, wenn ich den absetze, muss ich nichts weiteres absetzen. Das bedeutet, den kann ich... Okay. Für die Rüstung muss ich noch ein bisschen entweder Stärke oder ich mache das auf 8. Je nachdem. Dann wäre das alles kein Problem. So, die Frage ist, wo will ich jetzt lang? Will ich jetzt oben lang oder unten lang? No, Kritscher Treffer haut rein. So, Hauptsache der Große ist weg. Nein, der ist noch am Leben. Oh, du Lümmel. So. Und hier hau ich mein... Hier mache ich mich voll und hier hau ich mein Mana raus. Voll. Ja, also wenn ich kritte, dann ist vorbei. Okay, jetzt muss ich noch mal ein bisschen... Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Boah, der hat aber ordentlich Money in der Bank gemacht. Das kann alles weg. So, ja, Attribut. Das ist natürlich ein Ding, das ist super. 10 Mana, 1% erhöhte Erfahrung mit einem Sockel brauche ich jetzt nicht zwingend. Das könnte ich mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen verzaubere. Generell, vielleicht finde ich hier irgendwo einen Slot, wo ich... Da könnte ich Stärke draufhauen. Ja, auf die Valkyrenstulpen. Brauche ich nur den passenden Glutstein für. Will ich jetzt hier runter? Also hier lang? Das Weg gepflastert von Leichen. Assassin, was war das denn? Mein Lieber. Es lief ganz gut. So. Der hält aber viel aus.
es ist ja immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, was jetzt gut ist und was nicht. Lass mal hier das Mana leer. Jawohl, so will ich das sehen, meine Freunde. So, ihr Zombies, kümmert euch jetzt um die Minions. Ups. Da kann ich mein Mana wieder ein bisschen auffüllen. Gut. Also hier geht's nicht weiter, aber dafür haben wir hier ordentlich eine XP-Bombe bekommen. Was an sich auch nicht schlecht ist. Und wir haben noch nicht mal großartig Tränke verschwendet, beziehungsweise gar keine. Was ziemlich cool ist. Wo geht's hier weiter? Nein, okay. So. Wunderbar. Aktuell sieht es halt so aus, dass ich mit meinen Schützenskills bis auf den Pfeilhagel eigentlich mit den Passiven so weit gut vorangekommen bin hier, dass ich den mich jetzt voll und ganz auf Rüstungsexpertise einsetzen kann. Verteidigungszaubermeister, Expertise mit Nahkämpfern, was haben wir hier denn? Schutzzauber, Klassenfähigkeit. Erhöht die Chance, magische Gegenstände zu finden, sowie die Wirkung von Verzauberungen Schatzsucher finden. Außerdem mehr Gold. Gold finden, 3% Magie finden. Oh, das ist okay. Oh, 6% Senkung der Händlerpreise. Was haben wir denn bei Schlichterin? 6% Schadensbonus beim Führen von 2 Waffen. Plus 1 auf Bezauberungszauber. 4% Schaden von Bedienern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Anforderung auf Magie. Auf Magie-Ausrüstung. Nee. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei der Schurkin. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Hier, Begleitermeisterschaft. Dann könnten wir natürlich unser Nachtara ein bisschen buffen. Und wir haben ja noch die... Oh, 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 oh! Haha, schön. Machen gut Schaden. Also so ist es nicht. Aber nur wenn wir kritten. Es ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden für mich jetzt, was ich jetzt wirklich benutzen soll. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem Gewehr. Da muss ich die eine Klassenfähigkeit nicht machen. Und ich kann mich nach meiner Rüstungsexpertise auf meinen Begleiter vielleicht konzentrieren. Da mache ich nämlich aber mal ein paar Passive dazu. Gesessen. So, dem Zombie kann ich meine... Obwohl Reisedauer des Begleiters jetzt... Muss ich jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht so schwerwiegend, dass ich sagen würde, das muss jetzt unbedingt verkürzt werden oder so. So blöd das auch klingt. Dementsprechend ist das vielleicht gar nicht so übel. Jo! Ah, die haben noch von meinem Pfeilhagel was abgekriegt. Okay.
So, irgendwie muss ich meine linke Hand noch ein bisschen besser positionieren. Weil ich das Gefühl habe, dass meine Zauber doch ein bisschen... Ich wollte eben die ganze Zeit die Heilung machen, habe meinen Zeigefinger auf der 4 gehabt. Ja, man verliert... Man scheint so ein bisschen... Geschicklichkeit mit den Fingern zu verlieren. Wenn man die ganze Zeit mit Controller spielt. So, hier kommt nichts mehr. Okay. Sammeln. Ist das jetzt alles tot hier? Gerne noch ein bisschen. Jawohl, die Heilung war super. Warte mal. Ah, ich bin hier so eine Runde gegangen. Okay, oben rechts. Ich sollte vielleicht mal ab und zu mal oben rechts auf die Karte gucken. Das war gut. Es lief besser als gedacht. Nein, überlastet. Wieso? So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann alles weg. Jo. Epische Handfeuerwaffe. 267, 272. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Wenn ich das mal austausche. Rüstung gegen pro Treffer um 13 verringert. Plus 19 Schaden. Das wird richtig gut jetzt mittlerweile mit zwei Händen. Mit zwei Waffen. Verzaubernde Berührung. So, Elaine. Eine verzaubernde Berührung. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Jo. Ich finde es auf jeden Fall super, dass wir gestern... es ist ja heute Mittwoch. Wir hatten ja gestern die Pokémon Kristall-Premiere. Die hat mir super gut gefallen. War mal ein bisschen erfrischend, dass auch mal ein paar Leute da waren. Wir waren ja 8 Leute, davon hat einer mal natürlich mal wieder den Daumen nach unten da gelassen, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber wie gesagt, es ist halt totaler Quatsch, dass da sinnlosen Hate zu fabrizieren, weil das eigentlich nur... weil es einfach sinnlos ist. Weil irgendwann wird man einfach nicht mehr ernst genommen.
Weiß nicht, warum es Leute gefällt, sich zum Kasper zu machen. Aber... naja. Ich meine, es ist ja nicht mehr... Es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass die Leute wenigstens dazu stehen, sondern sie machen es halt anonym. Wenn es wenigstens jemand sein würde, der sagen würde, ja, ich, keine Ahnung, ich mag dich einfach nicht. Wenn es an mir gehen würde, würdest du es lassen. Dann könnte man, hätte man wenigstens eine kleine Rückmeldung. Aber das ist es halt auch nicht, ne? Das ist halt wirklich sinnlos. Wo man dann echt überlegen muss, okay, macht das überhaupt noch Sinn? Sag mal, waren das meine Zombies, die gestorben sind? Ich dachte, das wäre einer von meinen Freunden gewesen. Oh, da geht's runter. Ich hab gedacht, da wär's zu Ende. Na gut. Treppe nach unten, oh je. Das sieht aus, als wäre da ein gebürtiger Empfang auf mich am Warten. Ja, ich mach den Dungeon einfach fertig. Weil ich habe so das Gefühl, dass es, glaube ich, mehr Spaß macht, wenn man sich Ziele setzt, die nicht zeitgebunden sind, sondern wenn man sagt, ich will jetzt das und das machen, und dann gucke ich einfach mal, wie lang es wird. Und da ich ja, wie gesagt, durch das Testen der neuen Audioeinstellungen ganz gerne mal ein etwas längeres Video hätte, würde ich sagen, kann man das dann auch mal machen. Was eigentlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen, was so ein bisschen schade ist, weil am Anfang habe ich ja auch gedacht, dass es wirklich hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, die trifft mich auch immer, ne? Olle Hexe. Da ist mit meinen Zombies beschäftigt, das ist ganz gut. Jetzt muss ich doch mal was nehmen, aber die hält die Corizilla. Nein, ich kann nichts mehr tragen. Warum? Ich bin voll. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Falconet Akebuse, bezahnt. Körperlicher Schaden. Erlenkt habe ich 75, ne? Mein Inventar ist voll. Oh. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Dann hau mal raus, Elaine. Nach Tara. Ein guter Hundi. So, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Oh, 9 auf Attribut Verteidigung ist natürlich super. Bonus auf Verteidigung und Attribut Geschick. Okay, 17 Stärke. Wie viel habe ich? 16. Das bedeutet, ich muss noch 1 auf Stärke machen. Dann kann ich den Ring mit dem auf Stärke und Geschick austauschen, ohne diese Drachentöter-Brustplatte absetzen zu müssen. Ansonsten kann hier wieder ziemlich viel in mein Nachthara gehen. 4% Bonus auf Verteidigung ist jetzt nicht so. 4 Bonus auf Verteidigung, 9 auf Verteidigung ist natürlich super. Aber auf der anderen Seite, die 300 oder die 230 Gesundheit werden mir fehlen. Aber 9 Verteidigung ist natürlich wirklich gut. Ich denke aber, ich komme damit aus.
2588 Trefferpunkte habe ich. Ja, ja. Ja, sollte gehen. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. So, bevor ich aber jetzt hier großartig... So, die obere Reihe kann komplett... Kann eigentlich alles weg. Jo. Gut, beim nächsten Level up mache ich... Eins auf Stärke. Und dann sollte der Käse gegessen sein. Dann kann der Ring auch weg. Super. Dann ist meine Nachthaare auch wieder voll. Also nicht voll, aber... Sie haben eine Falle ausgelöst. Ja, ja. Nachthaare, komm zurück. So, vielleicht kann ich mich irgendwie so ein bisschen... Mana geklaut. Money. Ja, die gehen nämlich direkt auf den Chef. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich lang will. Das sieht so für mich aus, als gäbe es hier noch irgendwas. Hörst du mal auf, meinen Hund zu jagen? Ich glaube, es geht los. Trenne niemals eine Jägerin von ihrem Hund. Autsch. Ja, dann wurde die Falle halt ausgelöst, meine Güte. So, dann nehme ich mal ein Tränkchen. Das ist der Schatzraum und da gibt es ein Portal. Weißt du was? Das mache ich jetzt ganz tricky. Und zum Portal. Ja, kommt mir mein Hundi entgegen. Nein, er konnte nicht verkaufen. Schade. Na gut. Ich hoffe, die greifen hier niemanden an, meine Beschworenen. So, dann haben wir nämlich das schon mal hinter uns gebracht. Das war ganz gut. Hallo. Hallo. Ich finde das super, wie die total nett voneinander miteinander agieren. Jo, Katzenfisch könnte ich mir holen, aber brauche ich jetzt nicht. Das kann weg. Den behalte ich. Den möchte ich unbedingt irgendwann tragen. Warte mal, habe ich hier vielleicht noch irgendeinen Blutstein? Gesundheit, Gesundheit, Elektrizitätsschaden und Resistenz, Rüstung und Geschick, Bonus auf Attribut Stärke. Wenn ich das in meinen Handschuh stecke, dann kann ich den abziehen, den anziehen. Mhm, das sieht gut aus. Und ich habe 19 Stärke. Okay, habe ich hier noch irgendwas? Nee, aber ich habe massiv Money. 30.000. Hallo, Zauberer. Brauchen Sie etwas? Ja, ich brauche deine Verzauberungskünste. Glück ist auf Ihrer Seite. Oha, neue Verzauberung. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Schmuck. Das Glück ist Ihnen hold. Machen Sie es gut. Guten Tag. Das Glück ist Ihnen hold.
Auf Wiedersehen. Brauchen Sie etwas? Nichts geschieht, macht aber nichts. Sie haben kein Glück. Glück ist auf Ihrer Seite. Oh, zwei Sockel. Das wird ja... Neue Verzauberung. Das Glück ist Ihnen hold. Weg mit dir. Guten Tag. 5000. Glück ist jawohl. In Ordnung. Zwei Sockel, das ist eigentlich ganz gut. Kann natürlich Gesundheit hier drauf. Oh, Attribut Verteidigung. Chance auf kritische Treffer. Das hätte ich gern hier rein. Rüstung gegen. Bonus auf Attribut Verteidigung. Vieh auf Attribut Verteidigung. Mache ich erstmal die kleinen hier. Der Ring ist super, guckt euch an. 10 Bonus auf Verteidigung, 10 Bonus auf Geschicklichkeit, 24 Bonus auf Attribut Magie, 5 auf Stärke, 146 Gesundheit, 4% Verzauberung, plus 2 Crit-Schaden, 12 Gesundheit, 2 auf Verteidigung. Das Ding ist der Hammer. Wie viel Geld habe ich da noch? Kaum noch. Ich würde gerne mal gucken, wie lange... Ja, 40 Minuten, das ist wunderbar, das ist perfekt. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, warum ich mich jetzt mit diesen Karten-Dingsbums ein bisschen beschäftige. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal ein bisschen offscreen, weil das, glaube ich, ein bisschen langweilig für euch ist. Dementsprechend würde ich sagen, bei der nächsten Folge versuchen wir einfach mit der, mit der Hauptstory ein bisschen weiterzumachen. Und ich versuche dann einfach hier die Kartendinger, die grase ich jetzt einfach privat so ein bisschen ab, um einen erstens ein bisschen Kohle zu machen, ein paar Verzauberungen hochzuhauen, weil ich glaube, so langsam kommen wir ans Ende. Und da ist natürlich jetzt die Frage, auf der anderen Seite, macht das noch Sinn, da noch mehr in unser Attribut zu pushen, oder ist es jetzt einfach noch, haben wir für den Endcontent das Level erreicht? Wir machen uns noch einen kleinen Überblick. Ich bin bedeutend. Ah, nicht schlecht. Auf jeden Fall bin ich Stufe Level 33, Ruhmstufe 20. Habe aktuell 1746 Trefferpunkte, 219 Mana-Punkte, 24 Stärke habe ich mit meinem aktuellen Equipment, 123 Geschicklichkeit, 44 Magie, 91 Verteidigung, Resistenzen bin ich bei allem eigentlich relativ gut, bis auf absorbierende Elektroschaden, da fehlt noch ein bisschen was. Mit meinen Skills bin ich eigentlich auch soweit. Super, Expertise mit Fernkampfwaffen ist gemaxt, also hier die Schützin ist komplett gemaxt, die Schurkin wird jetzt noch gemaxt, bedeutet alles, was ich jetzt an Stufen und Ruhm reinkriege in meiner Abgras-Saison wird jetzt hier reingesetzt. Erstmal, dass das auf Maximum ist, und danach würde ich gerne gucken, ob ich vielleicht Begleitermeisterschaft mache, dass die Rüstung von meinem Begleiter und von meinen Diener, die ich ja sehr häufig beschwöre, dass einfach Schaden und Rüstung erhöht wird, dass sie nicht so schnell sterben. Und 8% verringerte Begleiterreisedauer zur Stadt ist auch nicht schlecht. Und wenn das dann halt irgendwie gemaxt ist, könnte ich gucken, ob ich vielleicht den Pfeilhagel mache oder ob ich hier noch irgendwas Passives mache, weil die passiven Skills sind, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ich kaufe mir natürlich auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal ganz viel, so viel ich möchte. So groß ich halt Bock habe jetzt mit Dingsbums weiter, mit den Schriftrollen. Und hau dann einfach noch in die Verzauberung alles rein, dass ihr dann Bescheid wisst. Nicht wundern, wenn ich dann im nächsten Part ein paar Level drüber bin oder beziehungsweise ein paar Level höher als jetzt. Sehen wir dann. Also dann macht's gut. Ciao mit V. Euer Graf. Bye, bye.